Die Gräf Marchesa ist eine weitere Espressomaschine, die wir mit den KaffeemacherInnen ausführlich getestet und besprochen haben. Das ausführliche Video findet ihr wie immer unten verlinkt. Und doch gibt es auch dieses Mal wieder eine kleine, kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Die Gräf Marchesa ist eine Thermoblock-Espressomaschine der Einstiegsklasse, kostet so um die 500 Franken Euro, Pi mal Daumen, je nachdem, was es gerade für Angebote gibt. P kommt hier in die Programmierung, dann habt ihr die Brühtemperatur, mit Plus geht es dann weiter. Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei mir auch in meinem kleinen Channel, wo ich zusammenfasse, was wir im ausführlichen Test der KaffeemacherInnen schon besprochen haben. Hier nochmal kompakt, nur die wichtigsten Dinge, sodass ihr in unter 10 Minuten wisst, was diese Maschine kann. In diesem Fall die Gräf Marchesa. Eine Thermoblock-Espresso-Maschine mit einem einzigen Thermoblock, der aufgeheizt werden kann oder muss für die richtige Temperatur. Das bedeutet, wenn ihr einen Espresso brühen wollt, dann seid ihr so bei 2, 3, 94 Grad. Und wenn ihr dann einen Cappuccino schäumen wollt, beziehungsweise Milchschaum schäumen wollt, dann müsst ihr die Maschine erst hochschalten. Dann dauert es 30 Sekunden, bis sie bereit ist zum Dampf ablassen oder Dampf geben. Und dann könnt ihr mit dem Schäumen loslegen. Kurz zum Start die Rahmendaten der Maschine. Wir haben eine Tiefe von 270 mm, wir haben eine Breite von 335 mm und eine Höhe von 325 mm. Der Wassertank, der fasst rund 2,5 Liter und ist hier im vorderen Bereich der Maschine verbaut. Man muss zunächst den Siebträger lösen, um dann den Wassertank herauszunehmen. Auch die Abtropfschale hat ein gutes Volumen, überläuft damit nicht allzu schnell und hat zusätzlich einen Schwimmer, der anzeigt, wenn der Füllstand kritisch ist, sodass ihr spätestens dann die Schale ausleert. Die ganze Maschine ist aus Edelstahl, fühlt sich jetzt nicht wahnsinnig dick an, wenn man so dagegen klopft. Gerade hier der hintere und obere Bereich ist tatsächlich ein bisschen blechig. Nichtsdestotrotz kein Plastik oder wenig Plastik, hier nur bei den Knöpfen und auch ein bisschen beim Siebträger, aber ansonsten ist es vor allem Metall. Das ist sicherlich schön. Auch die Abtropfschale hat oben eine Metallabdeckung, nur die Schale selbst ist dann wiederum aus Plastik. Das Gute an der ganzen Geschichte, keine scharfen Kanten. Das Ganze fühlt sich ja eigentlich recht gut an und man kann sich auf jeden Fall nicht irgendwo verletzen, wie man das zum Teil bei Zweikreiser-Espresso-Maschinen, die deutlich mehr kosten, immer wieder entdeckt. Die Maschine kommt mit 4,7 im Gepäck, mit zwei mehr oder weniger klassischen 58er Sieben. Ja, wir haben einen 58er Siebträger, das ist auf jeden Fall gleich noch zu besprechen. Die klassischen Siebe sind einwandig und haben eine relativ grobe Lochung, die auch nicht bis zum Rand geht. Sicherlich eine super Möglichkeit, hier einen Upgrade zu machen. Eine Upgrade-Variante für Siebe verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das macht auf jeden Fall Sinn, um mehr Präzision dann in der Extraktion zu haben. Noch dabei ein Sieb für Pads und ein Sieb für vorgemahlenen Kaffee, ein sogenanntes doppelwandiges oder pressurized Sieb. Die sind eher nur mit Vorsicht zu genießen bzw. nicht unbedingt zu empfehlen. Dabei ist gedacht, dass ihr vorgemahlenen Kaffee verwenden könnt. Ist klassisch bei so günstigeren Espressomaschinen, raten wir aber deutlich von ab. Kauft euch lieber eine ordentliche Mühle, die die Maschine nicht in der Fähigkeit, guten Espresso zu extrahieren, limitiert. Achtung, es gibt da verschiedenste Mühle, auch aus dem Hause Gräf. Wir haben bisher nur eine getestet. Die hat uns nicht so wahnsinnig überzeugt, aber es gibt ja viele andere Mühlen, die wir auch angeschaut haben, die jetzt dann vielleicht eher zu der Maschine passen. Aber ihr seid da grundsätzlich nicht an den gleichen Hersteller gebunden. Ihr könnt einfach auch euch umschauen. Mühlen sind nicht unbedingt Mühlen, aber es gibt gute und schlechte Mühlen von verschiedenen Herstellern. Eine Mühle ist aber ganz wichtig, wenn man den Espresso einstellt, nur wenn ihr da sauber einstellen könnt, welchen Mahlgrad ihr wollt und auch den immer wieder replizierbar beziehen könnt, dann ist auch jeder Espresso wirklich gut. Wie schon gesagt, die Espressomaschine kommt mit einem 58er Siebträger. Es ist nicht der gleiche Siebträger, der auch in anderen Espressomaschinen der 58er Größe verbaut ist, aber die Siebe sind die gleichen bzw. können sich austauschen lassen. Ihr könnt also tatsächlich andere Siebe einsetzen und das macht absolut Sinn. Ihr könnt auch einen anderen Temper verwenden. Es ist ein Temper mit dabei. Der ist völlig in Ordnung. Der ist jetzt, der passt ganz gut, hat keine große Lücke am Rand. Also kann man absolut machen, aber ein schöner anderer Temper schadet an der Stelle auf jeden Fall nicht. Fühlt sich jetzt so mittelwertig an, hat hier so eine größere untere Metallbase. Kann man machen, ist jetzt absolut nicht notwendig, da einen Upgrade zu machen. Kommen wir aber zur Espresso-Extraktion und zur Einstellungsmöglichkeit der Maschine. Die Gräf Marchesa lässt sich für ihre Preisklasse doch
recht komplex steuern und hat da einige Möglichkeiten. So hat sie eine programmierbare Einerbezugstaste, eine programmierbare Zweierbezugstaste. Man kann die Brühtemperatur verändern, man kann eben die Wassermenge verändern. Man kann sogar die Qualität des Schaums verändern. Man kann auch die Temperatur bzw. Daumintensität des Dampfes steuern. Kommen wir als erstes zur Wassermengenprogrammierung. Leider ist diese nicht stufenlos, sondern nur in Stufen verfügbar. Es ist außerdem nicht möglich, jede beliebige Wassermenge zu programmieren. So lässt sich zum Beispiel der Zweierbezug nicht unter eine Wassermenge von 55 Millilitern programmieren. Das ist unpraktisch, wenn ihr ein striktes Brühverhältnis brühen wollt. Wenn ihr also zum Beispiel 18 Gramm Kaffee einsetzt und ein Brühverhältnis von 1:2 brühen wollt, also 36 Milliliter aus, dann würdet ihr die Steuerung so einstellen, dass euch 36 Milliliter gegeben werden. Das ist aber eben gar nicht möglich mit der Zweiersteuerung, weswegen ihr hier ein bisschen tricksen müsst, und zwar indem ihr auf den Einerbezug geht. Der Einerbezug lässt sich dann eben doch sauber programmieren, auch für die geringere Menge. Allerdings ist auch der Einerbezug in seiner Menge reduziert bzw. begrenzt. Auch da können wir nicht unter eine Mindestmenge hinunter regulieren, weshalb dann der effektive Bezug von einfachen Espressi zum Teil wirklich nicht möglich ist, weil es gibt ja keine 0,5er-Taste, sondern eben nur die Einer-Taste. Wir haben uns viel auseinandergesetzt mit der Brühtemperatur der Gräf, und wie immer war unsere Idee oder unser Anspruch, für euch herauszufinden, wie ihr die perfekte Temperaturkontrolle erreicht. Dazu folgender Vorschlag. Wir sind zum Schluss zur zweituntersten Temperaturstufe gekommen, aber wichtig, die Abfolge, wie ihr brüht. Wie immer müsst ihr spülen. Spülen bedeutet Wasser lassen, Wasser aus dem Sieb, aus der Dusche herauslassen, um einerseits den Kaffeesatz zu lösen, aber eben in diesem Fall auch, um die Temperatur zu steuern. Und wir raten euch hier, spült unmittelbar direkt vor dem Espressobezug. Dann wird der Thermoblock schon vorgeheizt und hat nachher eine bessere, eine konstantere Brühtemperatur, die unserer gewünschten Temperatur von 2, 3, 94 Grad entspricht. Spülen so lange, bis die Vorbrühung fertig ist, dann noch Sekunde laufen lassen und dann stoppen, und spülen direkt vor der Brühung, nicht beim Ausspannen. Ganz wichtig bei dem Gerät, wie bei der VEMA Brühgruppe. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, schaut auch nochmal in den ausführlichen Test, da besprechen wir ausführlicher, wie wir getestet haben, wie wir gebrüht haben. Das sind nur die wichtigsten Informationen an dieser Stelle. Zweitunterste Stufe für die Temperatur. Beim Schäumen, was sehr gut geht, es dauert halt ein bisschen länger, geht ihr einfach auf die höchste Temperatur. Dann habt ihr am meisten Volumen oder Druck und könnt wirklich ordentlich schäumen. Ihr müsst euch Zeit lassen, das Ganze dauert wie bei so vielen Thermoblocks. Da kommt es natürlich wieder ein bisschen auf den Winkel an, wie weit ihr mit der Lanze hineingeht in die Milch. Dazu gibt es auch ein weiteres Video zum Thema Schäumen mit Thermoblock-Espresso-Maschinen. Schaut euch das mal an, wenn ihr das Schäumen mit eurer Gräf Marchesa verbessern wollt. Was wirklich schön ist, nach dem Schäumen könnt ihr einfach nochmal auf den Schäumknopf drücken, dann fährt die Maschine wieder nach unten auf die eigentliche Brühtemperatur. Bei vielen Maschinen muss man da umständlich selber das Wasser ablassen und so den Druck oder die Dampftemperatur wieder runterziehen, um auf die Brühtemperatur zu kommen. Das hat jetzt hier die Marchesa schön gelöst, und es geht auch relativ zügig, dass sie wieder auf die Zieltemperatur kommt. Achtung, der erste Espresso mag danach etwas heiß sein, also die Brühtemperatur etwas zu hoch. Da empfehlen wir euch vielleicht noch mal ein bisschen zu spülen, dass die Temperatur runterkommt, oder kurz zu warten. Aber ansonsten geht das Umschalten von Espresso auf Schäumen und wieder zurück zu Espresso eigentlich relativ gut. Nun, wie ist die Espresso-Qualität mit der Gräf Marchesa? Wir haben gute Espressi gebrüht, sogar einige. Wir müssen sagen, nicht jeder Espresso-Bezug ist super. Nicht jedes Mal hat die Temperatur total gepasst. Und lasst euch auch nicht vom Bardruck verärgern oder täuschen. Der geht durchaus mal auf 11 Bar in der Extraktion. Folgt da auch nicht der Bedienungsanleitung, die nur von 8, 9 Bar spricht. Lasst die Maschine ruhig dahin kommen. Auf die 11 Bar hatten wir gute Bezüge.
Und wir würden sagen, so jeder vierte, fünfte Shot ist dann vielleicht mal ein Ausreißer, der vielleicht nicht ganz so präzise ist in der Extraktion, aber dennoch absolut vertretbar, vor allem in der Preisklasse. Und damit komme ich auch schon zum Fazit. In der Preisklasse ist die Gräfmarkese auf jeden Fall eine solide Wahl, mit der man guten Espresso machen kann, mit der man ordentlichen Cappuccino schäumen kann. Damit könnt ihr Freude haben, euch in das ganze Spielfeld der Espresso-Extraktionen hineinbegeben. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Kaffee, dann abonniert unbedingt unseren Hauptkanal. Da gibt es ausführliche Reviews, Berichte und Tests. Ich gebe hier immer mal wieder eine Zusammenfassung von unseren Videos und so könnt ihr euch immer aussuchen, wollt ihr die kurze Variante oder die lange. Viele Grüße von mir hier an dieser Stelle, passt auf euch auf, tschüss und bis bald.